Heute gibt es wieder mal 10 locker flockig zusammengewürfelte Workflow-Tipps für Logic Pro und ich bin mir ziemlich sicher, dass du noch nicht alle kennst, also dranbleiben lohnt sich, wie immer. Hallo, ich bin Martin und falls du neu hier bist auf meinem Kanal, lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Workflow ist wichtig, seine DAW zu kennen ist wichtig, ob es jetzt Logic ist oder irgendeine andere. Wenn du dich auskennst, wenn du über die entsprechenden Shortcuts oder Tastaturkurzbefehle Bescheid weißt, dann kannst du schneller und effizienter arbeiten. Übrigens, wenn du noch schneller und effizienter in Logic Pro arbeiten möchtest, empfehle ich dir auch unbedingt meine Logic Pro Workflow Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic verschnellern kannst. Aber jetzt geht's los hier mit dem Video mit Tipp Nummer 1 und das ist das Automationskurvenwerkzeug schnell zu wechseln. Normalerweise, wenn du zwischen Werkzeugen hin und her wechselst, musst du immer hier oben hin. Hier sind deine Werkzeuge und es gibt für ein paar Werkzeuge zumindest jetzt ein paar Tricks, wie du da schneller hin und her wechseln kannst. Du siehst hier jetzt also eine Filterfahrt, die ich hier eingezeichnet habe und wenn ich jetzt diese Automationskurve verändern möchte, dann müsste ich entweder hier oben anklicken, um zu dem Werkzeugkoffer zu gelangen oder per Rechtsklick, je nachdem wie du dir das eingezeichnet hast und müsste zum Automationskurvenwerkzeug, könnte die Kurve verschieben, müsste dann wieder zurückstellen zum Zeigerwerkzeug, um weiterarbeiten zu können. Und das ist natürlich unglaublich lästig. Und deswegen gibt es den Shortcut Shift-Control. Und du siehst schon, wenn ich jetzt Shift-Control drücke, dann hast du das Automationskurvenwerkzeug hier direkt. Das ist natürlich super cool. Also ich kann das jetzt hier gedrückt halten, kann meine Kurve kurz verstellen, lass wieder los und habe wieder mein Zeigerwerkzeug und kann jetzt hier irgendwelche Sachen machen, für die ich das Zeigerwerkzeug brauche. Also das ist schon mal ein sehr nützlicher Shortcut. Und damit kommen wir schon zum nächsten Tipp. Und dazu müssen wir in den Piano Roll Editor. Das hier ist wieder ein ähnlicher Trick. Auch hier kannst du umschalten zwischen den eigenen Werkzeugen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier, du siehst, dass diese ganzen Noten hier oder MIDI-Events, die haben alle die gleiche Velocity. Wenn ich jetzt die Velocity hier verändern möchte, dann muss ich jetzt auch wieder hier rüber, müsste in mein Velocity-Werkzeug, müsste wechseln und könnte dann die Note lauter oder leiser machen. Aber auch das muss nicht sein, denn auch hier gibt es einen Befehl, wo du schnell umschalten kannst und das ist Control-Command. Siehst du, wenn ich jetzt hier Control-Command nehme und ich gehe hier drauf, dann siehst du schon, ich habe das Velocity-Tool automatisch ausgewählt und kann jetzt hier die Note lauter oder leiser machen. Und wenn ich es wieder loslasse, zack, dann habe ich wieder ganz normal mein Zeigerwerkzeug. Perfekt, oder? Und damit geht es gleich zu Tipp Nummer 3. Ich lasse mal hier dieses Piano-Roll offen. Und zwar werde ich auch oft gefragt, ist, wie kann ich mir dieses dritte Werkzeug hier anlegen? Du hast also hier oben immer ein normales Werkzeug, sowohl im Piano-Roll als auch im Arrangement-Fenster. Und das kannst du auch unterschiedlich machen. Also ich habe jetzt Command-Klick-Zeug hier, zum Beispiel mein Marquee-Tool. Das heißt, wenn ich Command drücke, zack, dann öffnet sich das Marquee-Tool. Hier unten ist es das Stift-Tool. Ja, wenn ich hier also im Piano Roll drücke, dann habe ich hier mein Stift-Tool angelegt. Und es kann aber auch nützlich sein, ein drittes Tool zu haben. Und ich zeige dir kurz, wie du das einstellen kannst. Du gehst auf Logic Pro Einstellungen allgemein und dann hier auf Bearbeitung. Jetzt hast du hier rechte Maustaste, öffnet im Moment das Werkzeugmenü. Also wenn ich rechte Maustaste klicke, dann öffnet sich das Werkzeugmenü. Ich möchte aber, kann einem Werkzeug zugewiesen werden. Und jetzt, schwupps, haben wir hier schon das dritte Werkzeug angelegt. Und du siehst jetzt hier unten, im Piano Roll habe ich mir jetzt hier vorher schon das Velocity-Werkzeug angelegt und damit arbeite ich zum Beispiel immer im Piano Roll. Geht jetzt natürlich hier super schnell zu arbeiten, mit dem Rechtsklick einfach die Velocity für die einzelnen Noten zu verändern und schon geht es weiter mit Tipp Nummer 4. Der bezieht sich auch wieder auf das Mixing und zwar hier im Genauen auf Fades. Wenn ich jetzt hier Fades einzeichnen möchte, das braucht man beim Mix öfter, muss ich auch erst wieder meinen Werkzeugkoffer öffnen. Und dann müsste ich hier das Fade-Werkzeug raussuchen, um hier einen Fade einzeichnen zu können. Das ist ultra lästig. Immer diesen Werkzeugkoffer aufmachen, neues Werkzeug rausholen. Und zum Glück kann man auch hier sich deswegen behelfen. Wir gehen wieder auf Logic Pro Einstellungen allgemein. Und wir machen dann hier Klickzonen für Fade-Werkzeug. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier am Rande einer Region anklicke, dann siehst du schon, dass sich das hier in ein Fade-Werkzeug verwandelt. Siehst du das? Ich gehe also hier an den Rand einer Region, von vorne oder auch hinten, ist jetzt egal. Das ist jetzt ein Loop, da funktioniert es nicht, aber hier funktioniert es. Dann kann ich hier direkt mein Fade-Werkzeug oder meine Fades einzeichnen. Kleiner Bonustipp noch hier, was noch cooler ist, ist, wenn du nicht direkt hier oben anfasst, sondern ein bisschen weiter weg gehst, dann verändert sich hier dieser Zeiger und dann kannst du
die Kurve, Automationskurve auch direkt verformen, siehst du das, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Wie cool ist das denn? Ja, ich gehe jetzt wieder hoch, habe hier mein Fade-Werkzeug. Wenn ich ein bisschen weiter rausgehe oder ein bisschen weiter runtergehe, dann habe ich hier die Fades verformen. Also ohne das Werkzeug wechseln zu müssen. Wie cool ist das denn? Ja? Deswegen macht Workflow Spaß und sich damit zu beschäftigen. Und deswegen kommen wir auch gleich zum nächsten Tipp, zu Tipp Nummer 5. Genau wie für das Fade-Werkzeug kannst du dir auch für das Marquee-Tool, das Marquee-Tool ist im Moment noch mein Command-Click-Werkzeug, hier kannst du einfach Sachen markieren und dann zum Beispiel muten und so weiter. Für dieses Marquee-Tool kannst du dir auch Klickzonen festlegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier dann mein Marquee-Tool möchte, muss ich immer die Command-Taste gedrückt halten und kann dann erst hier einzeichnen. Und das ist auch ein bisschen lästig, ich muss hier immer die Command-Taste suchen. Ja, eigentlich ein bisschen anstrengend, das wollen wir nicht, deswegen machen wir uns jetzt nochmal einfacher. Wir gehen hier wieder auf Logic Pro, Einstellungen allgemein und wir gehen jetzt hier auf Klickzonen für Marquee-Werkzeug direkt hier drunter. Was jetzt passiert, ist folgendes, wenn du hier oben an einer Region oder Spur bist, dann hast du den Mauszeiger. Und wenn ich jetzt in die untere Hälfte der Region oder der Spur gehe, dann habe ich das Marquee-Tool, ohne dass ich irgendwas verstellen muss. Ja? Also hier oben in der Region habe ich mein Zeigertool. Wenn ich runterrutsche, habe ich direkt das Marquee-Tool. Und das ist natürlich super praktisch, denn ich muss hier nicht extra wieder im Werkzeugkoffer rumwühlen oder sonstiges machen, sondern kann hier einfach direkt hin und her gehen und kann hier dann praktisch zwischen Marquee-Tool und Zeigertool wechseln. Nicht schlecht, oder? Tipp Nummer 6, und das werde ich auch sehr, sehr oft gefragt, deswegen genau aufgepasst, das ist der Super-Zoom. Der Super-Zoom funktioniert so, indem du Control-Option gedrückt hältst. Control-Option gedrückt halten und jetzt siehst du hier, dann verwandelt sich der Mauszeiger in eine Lupe. Ja, also nochmal, Control-Option gedrückt halten und jetzt hast du den Super-Zoom. Das heißt, ich kann hier ein Feld aufziehen, die Taste loslassen und jetzt habe ich das Feld groß. Ich kann das in zwei Schritten machen. Ich kann hier wieder den Super-Zoom wählen. Hier habe ich wieder meine Lupe und kann jetzt noch genauer hier rein, was völlig sinnfrei ist, weil das jetzt nur MIDI-Events sind. Also bei Wave-Spuren würde es mehr Sinn machen, ist jetzt aber egal. Und um wieder zurückzugehen schrittweise, was auch sehr cool ist, du kannst einfach jetzt wieder Control-Option gedrückt halten und einfach in das Feld klicken und so kommst du zurück. Also nochmal, Control-Option, hier reinfahren mit dem Super-Zoom, einfach Feld aufziehen, reingehen. Jetzt möchte ich hier nochmal genau mir die Stelle angucken. Wieder Control-Option, reinfahren. Kann ich mir das noch genauer hier angucken. Und um wieder zurückzugehen zu genauen vorherigen Zoom-Einstellungen, einfach zweimal klicken oder dreimal, wie oft du auch möchtest. Und du bist wieder da, wo du angefangen hast mit deinem Zoom. Auch das sehr, sehr praktisch. Tipp Nummer 7, Instrumententracks öffnen. Das ist irgendwie auch ein bisschen lästig. Manchmal kommt drauf an, wenn du sehr, sehr viele Spuren hast. Ich möchte jetzt also hier zum Beispiel mein Lushpad öffnen. Dieses Instrument, das ist in dem Fall der Retro Synth. Das heißt, wenn ich den jetzt hier öffnen möchte, dann muss ich hier per Doppelklick rein. Ja, dann kann ich hier wieder zumachen und kann jetzt hier in meinen Alchemy Synthesizer rein. Und dazu muss ich immer mit der Maus hier in den Inspektor um dieses kleine Feld anklicken. Das kannst du umgehen, indem du einfach direkt auf das Icon drückst, du doppelklickst, indem du die Command-Taste gedrückt hältst. Also ich halte die Command gedrückt, klick drauf und zack, schon ist mein Fenster offen. Ja, dann kann ich hier wieder zumachen und kann hier meinen Drum Designer öffnen und so weiter. Also einfach Command, Doppelklick auf den Synthesizer drauf. Kleiner Bonustipp am Rande hier, noch effektiver wird das Ganze, wenn du die Link-Funktion aktivierst. Siehst du das hier? Hier ist der Link-Button. Wenn du den aktivierst, hat das gleich zwei Vorteile. Das erste ist, dass die Plugin-Fenster jetzt mit durchschalten, wenn du durch deine Tracks gehst. Das heißt, ich habe hier Alchemy, ich habe hier meinen Drum Designer und ich habe hier meinen Retro Synth. Das ist mal zum einen nützlich, das heißt, er schaltet die Spuren mit durch oder öffnet gleich das richtige Plugin. Das zweite ist, dass du kein Plugin-Drama hast, wenn du jetzt zum Beispiel andere Effekte öffnest. Wenn ich jetzt hier, die Link-Funktion siehst du, hier ist aktiviert, wenn ich jetzt hier Channel EQ, den Channel EQ anmache, dann verschwindet das andere Fenster. Ja?
jetzt verschwindet der Channel EQ. Wenn ich den Gain aufmache, verschwindet der Channel EQ. Wenn ich das Noise Gate aufmache, verschwindet das Gain und so weiter. Das heißt, du kannst hier direkt durchschalten über den Link-Button. Wenn ich den hier wieder ausmache, dann gehen alle Fenster auf. Und das kann natürlich ein Nachteil sein. Jetzt hast du hier sehr schnell ein totales Chaos. Manchmal brauchst du aber so viele Fenster offen. Und damit kommen wir zum nächsten Tipp. Und ich weiß nicht mehr, welches war. Ich glaube, Tipp Nummer 10. Das ist, wie du diese Fenster hier wegbekommst. Und zwar geht das über Alt-V. Ja? Also Option V. Wenn ich das hier drücke, sind alle Fenster weg. Option V wieder gedrückt, kommen alle Fenster wieder her. Ja, da musst du hier nicht rumschieben, wenn du jetzt hier praktisch mehrere Plugins offen hast und möchtest gleichzeitig hier arbeiten. Willst jetzt aber hier was gucken, musst du die nicht alle zumachen, sondern Option V und dann sind alle Plugins versteckt. Wenn du wirklich alle zumachen möchtest, hältst du die Shift-Taste gedrückt, klickst irgendwo auf das Kreuzchen und dann sind tatsächlich alle Plugin-Fenster auch zu. Kommen wir zum letzten kleinen Workflow-Tipp. Der ist eher für die Übersicht geeignet und zwar siehst du, dass ich hier in diesem Projekt recht viel mit Loops gearbeitet habe. Ja, was heißt recht viel? Hier ist ein Loop, hier ist ein Loop. Und das ist manchmal nicht so gut zu erkennen. Was ist jetzt eigentlich eine geloopte Spur und was ist keine geloopte Spur? Schau mal, die hier ist geloopt und man sieht es irgendwie nicht so wirklich gut. Und deswegen mache ich gerne hier diese Anzeige farbschattierte Loops. Da kommst du rein über Anzeige und dann über Spuren. Dann hast du hier unten bei Regionen farbschattierte Loops. Zack! Und jetzt sind meine Loops hier farbschattiert und ich habe eine super Übersicht, was ist praktisch geloopt und was ist nicht geloopt. Ja, also alles, wo der Loop anfängt, siehst du genau farbschattiert. Finde ich super übersichtlich und arbeite ich sehr gerne damit, wenn ich Projekte habe mit vielen Loops. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, hast du noch irgendwelche Workflow-Tipps, die ich nicht weiß, die anderen weiterhelfen könnten? Dann schreib die mir bitte sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wir sehen uns schon bald wieder hier aus Spanien in Alicante. Mit dem nächsten Tutorial. Schöne Urlaubszeit noch. Bis bald.